Es gibt kein Hinweisschild. Nur Ortskundige kennen den Weg oder Wanderer, die zufällig vorbeikommen. Ich muss lange suchen, bis ich ihr Haus, tief im Wald versteckt, endlich finde. Als ich die Eremitin das erste Mal treffe, bleibt sie freundlich reserviert. Für die Filmaufnahmen stellt sie die Bedingung, ihren Namen und den Ort nicht preiszugeben, die kleine Küche und den Schlafraum nicht zu zeigen und sie auch beim Beten nicht zu filmen. Das war für mich auf dem Weg zu der Entscheidung, in eine Eremitage zu gehen, war das für mich eine ganz wichtige Frage. Einmal, ob ich mir vorstellen könnte, alleine zu sterben. Und zum anderen, ob ich Angst habe. Ich bin jetzt 62 und ich denke, das ist eine Lebensphase, in der spätestens ein Mensch eigentlich anfangen müsste, irgendwo das Ganze in den Blick zu bekommen. Und ich denke, es ist etwas anders, wenn jemand ganz freiwillig und bewusst Einsamkeit sucht und auf sich nimmt, als wenn einfach die Entwicklung des Lebens durch den Verlust von Partnern oder dadurch, dass jemand aus irgendwelchen Gründen überhaupt gar keinen Lebenspartner gefunden hat, wenn sich da eine Einsamkeit ergibt. Lebe ich nicht in einer Höhle, sondern in einem ganz schlichten, aber doch in einem Haus. Aber ist es wichtig für mich, dass diese Einsamkeit einfach umfangen ist in jeder Situation vom Blick Gottes? Die meisten Eremiten sind tatsächlich Ordensmänner oder Ordensfrauen gehören oder gehörten einer Ordensgemeinschaft an. Aber das ist keine Voraussetzung. Das ist, ich würde es vielleicht mal so sagen, das ist eine gute Voraussetzung, weil man ja im Orden auch eine gewisse Selbstdisziplin lernt. Ja, normalerweise stehe ich so um 3:30 auf und habe dann, weil ich ja zum Stundengebet, wie alle Leute im Kloster, verpflichtet bin, habe dann eine große Gebetszeit, zunächst mal bis etwa 6 Uhr. Dann mache ich eine kleine Pause, eine halbe Stunde. Im Winter muss ich dann endlich den Ofen anheizen, sonst wird es zu kalt im Haus. Und dann gehe ich nochmal auf meine Gebetsmatte und meditiere eine Stunde und dann so gegen 7:30 etwa schließe ich die morgendliche Gebetszeit ab. Den Tag unterbreche ich immer wieder durch die, ja, durch kleine Gebetszeiten, weil es mir einfach wichtig ist, immer wieder ganz ausdrücklich mein Leben vor Gott zu stellen und mir meine Zeit auch von Gott geben zu lassen. Ein sehr einfacher Tageslauf im Grunde. Sehr viel Ruhe. Wenn man das also wirklich versucht zu leben, dann sieht man seine eigenen Blindflecken und dunklen Seiten und seine Schwächen
Das sieht man alles sehr klar. Man hat ja auch nicht mehr die Möglichkeit, wie in der Gemeinschaft, das jetzt auf jemand anders zu projizieren und so meinen kleinen Flecken bei jemand anders ganz groß zu machen und es dann beim anderen zu bekämpfen, statt bei mir. Und da vergeht einem der Stolz, ja. Da kann man eigentlich eher sagen, ich bin immer wieder ganz erstaunt, ja, dass ich das darf, dass ich so leben darf. Und es ist kein Grund zum Stolz sein dabei. Das wird die doch nach oben schicken. Toti, willst du mitreden? Es gibt Menschen, die stellen sich an Eremiten oder eine Eremitin sehr streng und ja, so ungefähr vor, dass man nicht lachen kann und dass man sich auch ja kaum für irgendetwas interessiert, was also außerhalb der Klause vor sich geht. Manche von den Leuten, die hierher kommen, sind ja auch einfach neugierig, wer wohnt denn hier in der Klause, und die klopfen dann an die Tür, manche zaghaft, manche etwas mutiger. Und in den Gesprächen, die sich dann ergeben, werde ich sehr oft gefragt, ja, Schwester, was machen Sie denn am Abend? Sie haben doch sicher ein Fernsehen. Und wenn ich dann sage, nein, ich habe kein Fernsehgerät, dann sind die ganz erstaunt. Ja, aber im Winter, wenn die Abende so lang ist, das können Sie sich dann nicht vorstellen, dass man am Abend nicht fernsieht. Aber die Abendstunden genauso wie die frühen Morgenstunden und wieder im kleine Zeiten im Tageslauf dazwischen gehören in meinem Leben eben dem Gebet und nicht dem Gespräch mit anderen Menschen. Ein Mensch, der nicht schweigen kann, der das nicht gelernt hat, der kann eigentlich auch nicht hören. Und er wird eigentlich kaum je das Anliegen, das der andere hinter seinen Worten hat und zwischen seinen Worten hat, heraushören. Ja, die Stille, das ist für mich eigentlich der Raum, indem ich selber zum Schweigen komme, so indem ich Schweigen heißt ja nicht nur auf das Wort verzichten, sondern das heißt auch innerlich zur Ruhe kommen, zum innerlich still werden. Ja, es gibt sowas wie ein inneres Gerede, und wer einmal anfängt zu schweigen, der merkt es auch, dass es nicht nur innerlich redet, sondern doch auch, dass auch alles um einen herum irgendwie eine Stimme hat, dass sogar Möbel und Gegenstände irgendwie reden können. Und dieses innerliche Gerede, das zum Schweigen bringen, wenn uns das gelingt, dann, ja, dann wird das Ohr des Herzens, würde ich mal sagen, offen für das, was Menschen zu mir hintragen, und auch offen, wo im Menschen Gott mich ansprechen will. Thank you.
würden Sie sich denn als moderne Eremitin bezeichnen? Also das Wort modern, das ist mir zu allgemein. Aber ich denke schon, dass ich einfach ein Mensch unserer Zeit bin. Ne? Auch mit, ja, sicher auch vertraut mit all den Fragen, die diese Zeit aufwirft oder in die Menschen hineingestürzt werden in unserer Zeit. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern am Anfang gesagt haben, naja, Mädchen heiratet sowieso und so. Tu bitte erst etwas, womit du dann als Frau in der Familie auch was anfangen kannst. Und da habe ich Krankenpflegeexamen gemacht. Und im Zusammenleben mit geistig Behinderten ist mir aufgegangen. Jetzt nicht nur theoretisch, sondern wirklich auch von der Erfahrung her, dass ja, der Wert eines Menschen einfach nicht in dem besteht, was er leistet, sondern in dem, was er ist. Und ich denke, da habe ich auch ganz neue Beziehungsmuster gelernt, nicht nur im Umgang mit den Mitmenschen, den Behinderten und den Mitarbeitern, sondern da ist auch etwas in meinem Gottesbild neu gewachsen, das, wo vielleicht vorher Gefahren bestanden, auch von daher, oder von Gott her nach dem beurteilt zu werden, was ich oder was andere Menschen leisten. Grundsätzlich besteht sicher die Gefahr, dass, und das hat es sich auch immer wieder gegeben in der Geschichte der Eremiten, dass Männer oder Frauen eine religiöse Leistung erbringen wollten. Aber ich denke, es geht im Leben überhaupt, aber im eremitischen Leben ganz besonders, darum loslassen zu können und wenn ich loslassen kann, wenn ich gelassen werde, dann ist da keine Leistung mehr. Dann brauche ich es nicht mehr. Ich kann mit offenen Händen leben. Ich brauche nichts krampfhaft festzuhalten. Ich brauche nichts beweisen, mir nicht und niemanden. Es ist ja auch niemand da, dem ich etwas beweisen können müsste. So draußen, auch am Tag nicht, dass ich das Gefühl habe, also da wäre irgendetwas, was mich bedrohte oder irgendjemand. Es ist einfach zu weit weg von Orten, wo man sich potenziell vielleicht gewalttätig verhalten könnte oder wollte oder wo man seinen Rausch austoben müsste oder so. Das kommt bis hier nicht an. Das heißt also nicht, dass ich überhaupt nicht fähig bin, Angst zu haben. Und es hat auch schon mal jemand versucht, da oben übers Dach einzusteigen, aber da sind die Fenster eben auch vergittert. Und bis man so ein Fenstergitter losmacht, da kann ich inzwischen schon die Polizei alarmieren.
Jetzt tobt Dodi mit ihrem Knochen. Das heißt, jetzt sagt sie eigentlich, jetzt hört mal auf. Als meine Ordensoberen mich hier besucht haben in der Klause, um sich das anzuschauen, wie das aussieht und wie ich hier so lebe, dann haben sie gemeint, es wäre besser, wenn ich hier einen etwas größeren Hund hätte, damit ich also zumindest nach außen beschützt aussehe. Aus, genug, genug. Jetzt ist genug. Aus, genug. In den ersten 6 Wochen habe ich schon gedacht, wenn ich eine gute Familie für sie fände, würde ich sie wieder abgeben. Weil ich hätte das noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Geschöpf immerzu so, außer seit meiner Kindheit, gell, dass ein Geschöpf immerzu so nah bei mir ist. Ne? Und jetzt haben wir uns aber so gut aneinander gewöhnt. Jetzt wird es mir schon schwer, sie abzugeben. Sie frisst Gras. Obwohl, du machst die ganze Jacke schmutzig. Ich muss jetzt sagen, jetzt sind sie selber schuld, weil man weiß eigentlich, dass es hier schmutzig ist. Haben Sie noch was zu tun? Hier im Garten? Eigentlich nicht. Ich wollte nur diese wunderschön blühende Spiree von ihren trockenen Zweigen vom vergangenen Jahr befreien. Und eben schauen, ob die Tollkirsche wirklich erfroren ist oder aus dem Winter kommt. Und sie kommt. Kommt? Mhm. Ganz viele Sprösslinge sind hier. Da einer. Da noch einer. Was Sie anhaben, sieht aber aus fast wie ein Jeansrock. Das, ja, also das ist ja auch Jeansstoff. Der heilige Benedikt hat gesagt, die Mönche sollen den Stoff nehmen, den es am Ort am billigsten gibt. Früher war es durchaus üblich, dass Eremiten von Almosen lebten. Und die hatten dann auch ein bestimmtes Gebiet, wo sie rumfahren durften und die Leute ihnen etwas gegeben haben. Heute ist es so, dass Eremiten sich wirklich von ihrer Hände und Köpfe Arbeit ernähren sollen und auch. Also zumindest im deutschen Sprachbereich ist es Vorschrift, dass man in der Krankenkasse und sozialversichert ist. Ich arbeite beim katholischen Bibelwerk an einem Fernkurs und ich begleite dieses Fernstudium korrigierend, beratend, schriftlich. Im Rahmen dieser Arbeit war es notwendig, dass die Klause, in der es vorher kein elektrisches Licht gab, mit der Zeit eben mit elektrischem Licht beziehungsweise mit Strom ausgerüstet wurde, weil ich halt auch Disketten schreiben muss und solche Dinge. Und auf der anderen Seite ist es hier so abgelegen, dass ich auch ein Telefon gebrauche. Wenn ich etwas sehr Schönes erlebe, das ich mit jemandem teilen möchte, dann fällt es mir sehr schwer, mich jetzt nicht hinzusetzen sofort und meinen Tageslauf zu unterbrechen und das brieflich mitzuteilen oder auch gelegentlich, wenn es ganz besonders schön ist, nicht nach dem Telefon zu greifen und es irgendeinem Menschen mitzuteilen, weil es eben so schön ist. Das ist eine Sache, die ich mir also grundsätzlich versage. Wenn mir etwas wenn mir eine ganz große Freude widerfährt oder etwas ganz Schweres, dass ich dann nach dem Telefon greife, um das loszuwerden. Ich benutze das Telefon also grundsätzlich nicht, um jetzt von mir aus die Schwere oder auch die Beglückung der Einsamkeit mit jemand anders zu teilen. Dann wäre es schon nicht mehr so ganz ernst mit meiner Einsamkeit. Ich glaube, fast alle Eremitinnen oder Eremiten, die weiter als 20 Minuten vom nächsten Ort, wo man auch einkaufen kann oder wo sie zum Gottesdienst hingehen, wohnen, haben irgendein altes Auto, das man so für so kurze Strecken noch zu Ende fahren kann. Und hier, ich selber bin einfach nicht so sportlich, dass ich sagen würde, ich könnte diese Strecke, das sind immerhin doch 7 Kilometer ein Weg bis zum Dorf, dass ich das also immer mit dem Rad bewältigen könnte. Es ist dann auch ein Stück Bundesstraße zu fahren. Aber meine Oberen wären auch nicht damit einverstanden, wenn ich also im Winter um die halbe Nacht hier mit dem Rad durch die Gegend führe. Das wäre vielleicht, glaube ich, nicht so vernünftig, das zu machen. Und ja, ich muss auch
Ich muss mich ja selbst versorgen und ich muss gelegentlich auch einkaufen. Und da wäre ich einfach immer auf andere Leute angewiesen. Ne? Zu bitten, mir die Sachen, die ich gekauft habe, herauszubringen. Und wenn man immer nur ganz wenig einkaufen würde, dass man unter Umständen auch in der Hand nach Hause tragen kann, das wird auf die Dauer sehr teuer. Ich fahre also dahin zum Einkaufen, wo es möglichst billig ist. Ich spalte mir immer ein bisschen Holz vor, damit ich das nicht jeden Tag muss. Das Wohnhaus, auf die Kapelle, das ist alles etwas feucht. Und da muss man auch im Sommer an kühlen Tagen, besonders bei viel Regen, einfach den Ofen anmachen, sonst wälzt sich das Schreibpapier auf dem Tisch. Ich singe da alles, was man singen kann, weil ich gerne singe. Und ich denke, das Gebet, das mir aufgetragen ist, das besteht weitgehend aus Psalmen. Und Psalmen wollen einfach gesungen werden und nicht gesprochen. Magnificat anima mia Dominum et exultavit spiritus meus. In Deo salutare meum, quia respexit humilitatem alcille suum, ecce in ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. Es kommen unglaublich viele Menschen hierher, die niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. Und es gibt, denke ich, heute ganz viele Menschen, die nicht nur einsam sind, sondern auch wirklich vereinsamt und die dann an der Kälte dieser Vereinsamung sterben. In meiner Entscheidung für die Einsiedelei war sicher auch der Kontakt mit Menschen, die nicht nur einsam waren, sondern die an ihrer Vereinsamung so unendlich gelitten haben. Und diesem Kontakt ist für mich ganz stark die Erfahrung geworden, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die Einsamkeit freiwillig und in Liebe auf sich nehmen. Was erwarte ich für mich? Ich kann nicht so formulieren. Vielleicht, dass ich offener werde, gelassener, froher, vertrauensvoller. Dass diese
So in diese Richtung. Weiß ich nicht. Weil ich denke ja nicht ständig darüber nach, was ich erwarte. Kann man ganz selbstlos sein? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, selbstlos sein kann man eigentlich erst, wenn man also ein, ja, wenn man sich seines Selbst bewusst ist. Ich denke, das ist ein ganz langer Reifungsprozess, aber wenn man allmählich dahin wächst, dass, wenn man du sagt, auch wirklich du meint und nicht versteckt sich selber meint, also etwas zurückhaben möchte, ja, ich denke, dann ist man vielleicht dem Ziel von Selbstlosigkeit, was das eigentlich meint, nahe. Oder auch reife Liebe könnte man das nennen. Das ist so wie unterirdische Wasserströme, die bewässern einen Baum, der ganz weit weg steht. Wir sehen es nicht. Wir denken, hier ist nirgends Wasser. Woher kriegt der Baum seine Nahrung? Und so ähnlich, denke ich, sind Eremiten und Eremitinnen vielleicht sowas wie so unterirdische Wasserläufe, die manchmal punktuell auch ans Tageslicht kommen. Nämlich nicht, indem sie jetzt irgendwo raussprudeln und sich da hinten an die Straße stellen und sagen, Leute, nun kommt's, sondern indem Leute sie einfach finden.